Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es eine super einfache und blitzschnelle Sauce Hollandaise, ideal für die Spargelzeit. Und wenn ihr sehen wollt, wie die gemacht wird, dann bleibt dran. Für diese Soße benutze ich meinen Standmixer und die Zutaten sind 3 Eigelb, ein halber Teelöffel Salz, ein Esslöffel frisch gepresster Zitronensaft, ein Esslöffel warmes Wasser, ein bisschen Cayennepfeffer und ca. 200 Gramm geschmolzene Butter und wir können dann auch schon loslegen. Als erstes nehme ich die 3 Eigelb und tue sie in den Blender. Der frisch gepresste Zitronensaft, ca. ein halber Teelöffel Salz, eine Prise scharfer Cayennepfeffer, ein Esslöffel warmes Wasser. Das wird jetzt erstmal ein bisschen gemixt. So, jetzt mache ich es wieder an und werde ganz langsam die warme Butter hier reingießen. Und das war es auch schon. Wirklich nur eine Minute im Blender und schon habt ihr eine ganz tolle Sauce Hollandaise. Und zwar ist die perfekt für, die ist perfekt für Spargel. Ich habe hier jetzt mal ein bisschen Spargel einfach in ein bisschen Fett angebraten. Wunderbar, die Konsistenz und so. Perfekt. Wer keine Lust hat, Sauce Hollandaise zu machen oder auch keine fertigen kaufen will, der kann diese Soße durchaus mal ausprobieren. Es ist eine gute Alternative, ganz schnell gemacht und schmeckt wirklich super. Tolle Konsistenz. Probiert es unbedingt mal aus, besonders jetzt zur Spargelzeit. Das muss ich jetzt probieren. Super lecker. Ganz toll. Probiert es unbedingt mal aus. Ihr werdet begeistert sein. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Video. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.